Yes, no. Good job, nice goal. Leute und willkommen zu einer Folge Rocket League. Wie angekündigt spiele ich heute Rocket League. Ich spiele eine Runde Ranked und... Ach ja, Leute, man merkt gleich, ich habe die letzte Woche nicht ein bisschen gespielt. Ja, ich wollte eigentlich mit Alex aufnehmen, aber Alex hat mir leider nicht geantwortet. Ja! Yes! No! Ja! Good job! Nice goal! Ich bin eine Runde Ranked, Rocket League 2 gegen 2. Ja, mein Rang ist Prospect Elite. Das ist, ja, ich würde jetzt mal im Mittelfeldbereich, sagen, ne? Des Spiels, so, da wo sich die meisten Spieler aufhalten. Huch, vom Rang her, so, wie bei anderen Spielen, kann man mit anderen Spielen vergleichen. Und ja, wie gesagt, ich spiele heute allein, weil Alex leider nicht geantwortet hat. So, wenn ihr gerne mal meine Kameraeinstellung und... Huch, scheiße. Wenn ihr gerne mal meine Kameraeinstellung von Rocket League haben wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben und einen Like da lassen. Weil Kamera ist ja schon recht wichtig, was dieses Spiel angeht, einfach um auch die Übersicht im Spiel zu behalten. Ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen mehr aufs Reden als aufs Spielen. Aber ist ja in Ordnung, ihr wollt ja auch hier wenigstens halbwegs gutes Gameplay sehen. Fuck my life. Sorry, mate. So, wie gesagt, wie ich auch im letzten Video schon gesagt habe, ich mache immer mal wieder Calls. Ja. Aber das hat er. Das hat er nicht gut. Aber ich bin im Tor. Alter Schwede, ich habe gerade richtig gefailt. Ja, nehmen wir uns den Bus nochmal mit. So. Ah. So, und jetzt soll er das Ding gefälligst reinmachen. Ach, wow, sorry, mate. Einfach mal weg von dem Gegner, damit das Ding auch nicht in Richtung Tor kommt von uns. Weg von der Wand. Oh, fuck. Da habe ich den Controller in die falsche Richtung gedrückt. Ich habe leider heute kein Thema, worüber wir reden könnten. Außer über Rocket League. Ja, ich spiele Rocket League. Oder ich habe es mir dazu... Zu Nikolaus habe ich... Ne, einen Tag nach Nikolaus habe ich mir Rocket League gekauft, weil ich von Kim zum Nikolaus einen Steam-Gutschein geschenkt bekommen habe. No! No problem. Defend! Ah, fuck. Fuck. Und ich habe von Kim zum Nikolaus einen Geschenk-Gutschein von Steam bekommen, über 20 Euro. Und deswegen habe ich mir halt Rocket League gekauft, weil ich es eh schon immer haben wollte und seitdem spiele ich es halt regelmäßig mal wieder. Seitdem spiele ich es halt immer mal wieder. Es macht halt ultra Spaß, weil es halt auch online gegen andere Spieler ist, Competitive-Spiel. Was mir persönlich ja, wie schon erwähnt, am meisten Spaß bringt. Ah, fuck, mate, sorry. I failed. Ah, es ist halt dieser Reiz, gegen andere Spieler zu spielen, zu gucken, wer ist besser, wer ist nicht besser, wer ist schlechter. Dementsprechend spiele ich halt gerne solche Spiele wie Counter-Strike, Rainbow Six, Rocket League. Ja, da ist wieder das Gegentor. Oh Gott. Aber ich muss auch sagen, ich liebe so spannende Runden. Ich hatte auch schon Rocket League Matches, da waren die Gegner, oder waren wir erst wir zwei Tore vor, dann sind die Gegner wieder rangekommen auf 2-2 in den letzten Sekunden, dann sind wir in die Overtime gegangen. Oh no. Also solche Spiele machen mir persönlich am meisten, oder solche Runden eher gesagt, machen mir persönlich am meisten Spaß. Kennt ihr diese Spiele, wo ihr schon von Anfang an wisst, ihr werdet das Haus hoch gewinnen und dann trollt ihr einfach nur von Anfang an rein und habt im Endeffekt eigentlich gar keinen Spaß an der Runde? Kennt ihr das? Würde ich gerne mal wissen. Ich habe das schon so oft gehabt, dass ich... Nein! Dass ich von Anfang an gewusst habe, dass ich diese Runde gewinnen werde. Ich habe keinen Boost, das ist derbe Scheiß in dem Spiel, ohne Boost kann man hier nicht viel anfangen, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt haben wir noch anderthalb, 1 Minute und 20 Sekunden, um den Ausgleichstreffer zu machen. Wäre auf jeden Fall sick, wenn wir...
Scheiße. Wenn wir das Ding nicht verlieren würden. Aber ich möchte unbedingt gerne mal oder endlich Gold sein. Ich war schon zwei, dreimal so kurz vor der Gold, vor dem Goldrang in Rocket League und bis jetzt hat sich das, bin ich leider nie dazu gekommen. Beziehungsweise war immer so, immer kurz bevor ich das Uprank-Match hatte, hatte ich irgendeinen Spasten, der mir jeden Ball geklaut hat und unbedingt an den Ball musste und alles mögliche. Und so kann man halt keine Runden gewinnen, weißt du? Und sowas kriege ich halt immer so in meinen Uprank-Matches. Das war damals bei LoL auch so, echt. Ohne Witz, falls ihr es nicht kennt, League of Legends. Da hatte man halt immer für seine Liga so die Promo-Matches. So, die musste man halt gewinnen. Das waren je nachdem 3 oder 5 Stück. Je nachdem, ob man eine ganze Liga oder... Mate! Ob man eine Liga oder nur eine Division aufsteigt. Ich bin jetzt Prospect Elite und dann gibt es da drunter verschiedene Ligen. Ja, diese Ligen muss man halt bestehen sozusagen. Muss man sich hochspielen. Oh, nice, nice! Get it in! Nee, oder? Der Ball war vorm Tor. Digga, es kann nicht sein, dass wir das so kurz vor Schluss noch verlieren, das Match. Nein! So knapp! Ist das Abfuck, scheiße. Sowas regt mich da wieder auf. Richtig aggressiv, sowas. Boah, geil, eine Weltmeisterkiste. Ich sag dann mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde gefallen. Auch diese knappe Runde. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Oder wenn euch auch knappe Runden lieber sind als diese safe gewonnenen. Und in dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was ich übermorgen bringe. Lasst euch überraschen. Deswegen. Tadadaa.